holt die Oropax heraus, alles klar, jetzt ist Edgar da. Ich kürze meine 16 Bars ab, doch ein etc. Spaß, Vegetarier haben jetzt den Salat. Mein Intellekt ist überfordert zwischen Kollege und Vater. Und ich dachte, vielleicht wär ich bisschen anders, doch habe jetzt bei Flair mein Aria-Pass beantragt. Und das nur, weil ich dazugehören will. In meinen Träumen werde ich jede Nacht von Kitty Cat gestillt. Gangster-Rap hat mein Leben versaut. Ich wollte meinen Eltern nicht glauben, doch jetzt sehe ich es auch. Und der Kinderarzt hat mir sogar bestätigt, dass sich mein Gehirn seit Agro-Berlin zurückentwickelt hat. Ach scheiße. Jetzt meiden mich die Leute in der Nachbarschaft. Alte Freunde gehen konsequent nicht mehr ans Handy ran. Außer wenn ich meine Nummer unterdrücke, schiefe Blicke in der Bahn, um mich herum nur leere Sitze. Wie konnte es nur so weit kommen? Papa, lass mich noch Farid Bang hören, bloß ein Song. Ich mach 1 Woche lang die Wäsche und putz sogar das Auto. Nur ein bisschen Asphaltmassaker, wenn sein muss, auch das Outro. Ich bin süchtig, doch weiß, dass es falsch ist. Entschuldige mich, während ich das Opfer vergewaltig. Ihr habt mich zu dem gemacht, was ich bin. Das Kollege, der echte Boss, das weiß dieser Gossenboss selbst. Und dieser Edgar ist durch Deutschrap komplett am Ende. Denn Hip-Hop ist der Grund, warum die Supernanny sendet. Doch all die Gangster mit Waffen in den Händen sind in Wahrheit nur harmlose Marketingstudenten, die den geistigen Zustand der Kids schnell erkennen. Sie platzieren Produkte und züchten sich Fans, machen Leben kaputt, zerstören junge Seelen. Rap fordert mehr Opfer als Hitlers Armeen. Da werden Mütter gefickt und Autos gemietet. Privat geben sie sich aber auch gerne niedlich. Gib Mama einen Kuss, denn du bist kein Verbrecher. Gib Ahmed einen Schuss, sorry Versprecher. Frag nicht, wo Fatih ist, denn sonst wird's gefährlich. Doch eigentlich ist er unschuldig. Ehrlich, ich will ein Double und ein Ghostwriter haben und Battles mit Rappern. Ich nenn nur die Namen, ich will endlich was sagen, worauf einer hört, auch wenn mich Eltern verklagen und mein Aufsehen empört. Handgranaten-Sounds und Drums wie Gewitter. Scheiß auf Abitur und roll das R wie Hitler. Ich für meinen Teil bleib hart, arbeite weiter an meinem Image. Warte kurz, welcher von den beiden bin ich? Ach, scheiß drauf, ich glaub, ich hör mit Rappen auf. Nee, doch nicht, wann Promos dann? Ich lass mich erschießen. Ja.